Ja, hier kommt Conny, meine Freundin Conny. Bei ihr ist jeden Tag etwas los. Schwimmen oder Zelten gehen, reiten, tanzen, Uhr verstehen. Pizza backen macht ihr Riesenspaß. Bei Conny, da passiert immer was. Ja, hier kommt Conny. Malst auf der Fensterscheibe? Ja, sieh mal. Der Wind hat die Blätter wie ein Gesicht daran geweht. Toll, oder? Super. Das ist ein Birkenblatt und das ist ein Eichenblatt. Und das ist ein... Oh. Oh, jetzt ist die Nase weggewirbelt. Und du wirbelst jetzt auch weg. Komm, wir müssen los. Der Kindergarten fängt gleich an. Und das nächste Mal malst du deine tollen Bilder auf Papier. Oh ja, wir können ja Blätter sammeln und basteln Gesichter daraus. Und viele andere Sachen, ja? Das machen wir. Wenn du magst, gleich heute Nachmittag. Jetzt im Herbst, wo die Tage kürzer sind, weil es früher dunkel wird, ist es genau die richtige Zeit, um eine Laterne zu basteln. Ich habe eine Taschenlampe. Ich habe eine Laterne von meiner Schwester mit einem Mond drauf. Auch schön, aber wir wollen unsere Laternen doch selber basteln. Und jeder überlegt sich, was er drauf malt oder klebt. Oder hier, auch mit Wachs kann man ganz schöne Bilder machen. Mit Wachs? Ja, wenn man eine Kerze anzündet und dann das Wachs aufs Papier tropfen lässt. Ach, ich zeig's euch gleich. Wollen wir anfangen? Ja! Guck mal. Oh, das ist super. So. Das ist ja echt schwer. So, Conny, dann nimm mal die Kerze und lass das Wachs auf das Papier tropfen. Vorsichtig. Ja. Gut. Da auch mal hintropfen. Und jetzt? Jetzt nehmt ihr Wachsmalkreide und malt das Blatt so richtig bunt an. Das geht ja überhaupt nicht. Da kommt gar keine Farbe drauf. Genau, das ist ja auch der Trick. Seht mal. Hier, wo Wachs ist, da bleibt die Stelle ohne Farbe. Wenn das Wachs trocken ist, dann kann man es ganz leicht vom Papier lösen. So, und wenn später eine Kerze in eurer Laterne steht, dann leuchtet sie durch all die Stellen, auf denen keine Farbe ist. Genau da, wo das Wachs war. Ich auch. Ich will auch eine Wachslaterne. Ich mach lieber was anderes. Hm? Was denn? Hä? Das weiß ich noch nicht. Mal sehen. Na schön. Für heute haben wir schon mal probiert, wie es geht. Montag basteln wir dann weiter und bis dahin denkt sich jeder ein Bild für seine Laterne aus. Ach, und hier sind die Einladungen für den Laternenumzug. Nicht vergessen, sie den Eltern zu geben. Alles klar. Ich weiß was. Du machst eine Laterne für Simon. Ich für dich und Simon eine für mich. Aber keiner darf verraten, was für ein Bild er aussucht. Abgemacht? Abgemacht. Abgemacht. Conny. Ja, Mama? Willst du nicht lieber noch einen Schal umwickeln? Nee, ist doch noch nicht Winter. Wozu brauchen wir denn den Korb? Für die Blätter. In einer Tüte gehen sie nur kaputt. Aha! Yippie! Juhu! Ja! Wir basteln eine Laterne und sollen uns was ausdenken. Ich meine ein Bild, das auf die Laterne soll. Ich würde so gerne Katamau nehmen, aber den kann ich nicht alleine malen. Dann musst du dir ein anderes Bild ausdenken. Kannst du denn nicht helfen, Mama? Ich glaube, du hast bestimmt noch eine schönere Idee. Oh,
Guck mal, eine Kastanie. Schade, dass ich die nicht aufkleben kann. Wir können aus Kastanien Katamau basteln. Na komm, vielleicht liegen hier noch mehr. Oh, schade, das ist schon ganz kaputt. Welk, das nennt man Welk. Kastanienblätter halten sich nicht so gut. Aber die Kastanien. Aus der Kastanie machen wir den Bauch von Katamau. Und aus der Eichel den Kopf. Und das sind die Ohren, ja? Na prima, Bucheckern. Sieh mal, Tannenzapfen, wollen wir die auch mitnehmen? Unbedingt. Vielleicht fällt uns ja noch ein, was wir damit basteln können. Willst du etwa jetzt lesen? Nein, nein. Wir legen nur die Blätter zwischen die Buchseiten, damit sie schön platt und trocken werden. Dann kann man sie nachher besser aufkleben. Die sind wirklich schön. Was nehmen wir nur für den Schwanz vom Eichhörnchen? Hallo zusammen. Seht mal, was Tante Karin uns geschenkt hat. Aus dem eigenen Garten. Daraus mache ich gleich eine Kürbissuppe. Da, für dich. Oh, eine Feder. Wen hast du denn gerupft? Die hat Jakob im Garten bei Karin und Andreas gefunden. Oh, super. Das kann der Schwanz vom Eichhörnchen werden. Hä? Für Mama. Sieh mal, Jakob. Willst du nicht dem Eichhörnchen deine Feder schenken? Dann kann es einen schönen, buschligen Schwanz bekommen. Nein. Die sieht sowieso blöd aus. Nicht blöd. Wohl blöd. Stopp. Ich habe eine Idee. Wartet. Ich bin gleich wieder da. Ein Pinsel. Ach, das war doch eine schöne Idee von Papa. Ich weiß überhaupt nicht, was für ein Bild auf meine Laterne soll. Menno. Ich kann mit Kerzenwachstropfen doch nichts malen. Teddy? Teddy ist viel zu schwierig. Dann versuch eine Sonne. Eine Sonne ist blöd, die hat ja jeder. Den könnten wir doch auch. Sagt mal, hat irgendjemand das Kochbuch gesehen? Ich kann's nicht finden. Ich glaube, es ist zwischen den Büchern. Sieh doch mal nach. Hier ist es. Komisch. Oh je. Ups. Oh, meine Blätter, damit wollte ich doch. Es schneit Blätter in der Küche. Yippie, ich hab's. Jetzt weiß ich, was ich auf die Laterne mache. Schneeflocken. Schneeflocken? Aha. Und ich weiß, was wir mit dem Kürbis machen. Na, ich mache eine Suppe. Ja, auch. Aber zuerst basteln wir einen Halloween-Kürbis. Hä? Was ist das denn? So nennt man in Amerika die leuchtenden Kürbisse. Da feiern sie nicht St. Martin, sondern Halloween. Wollen wir auch einen Halloween-Kürbis basteln? Au ja! Ich auch! Viel Spaß dann dabei. Ich freue mich schon auf die Suppe. So. Gleich ist der leer. Kürbismatsch. Kein Matsch. Daraus macht Papa eine leckere Suppe. Lecker. Helfen. Nein, gleich. Erst mache ich noch den Mund. Oh, darf ich den? Die Schale ist ganz schön hart. Da braucht man viel Kraft. Aber du kannst ja nachschauen, ob unsere Blätter in den Büchern schon getrocknet sind. Oh ja, bevor Papa noch ein Buch haben will. Hey, du Frechdachs. Sieht das nicht toll aus? Ja, das habt ihr wunderschön gemacht. Jetzt ist der Herbst ins Haus eingezogen. Und die Suppe in den Bauch, das ist köstlich. Ich muss mich selbst loben und euch natürlich auch. Und ich weiß jetzt, was ich auf meine Laterne bastel. Ja? Na dann. Conny, Anna? Habt ihr euch etwa gezankt? Nö. Simon? Alles in Ordnung? Ja. Na, kann ich dir helfen? Die Pappe ist doch ganz schön dick. Nicht gucken, Hanne. Das ist doch eine Überraschung. Meine auch. Aha. Und deine Laterne, Conny?
Oh, wie schön. Das ist ja... Psst. Hm? Mhm. Vorsichtig sein. Oh, ist die schön. Ein Mond. Conny, Anna. Ja, ich komme. Jetzt. Für meine allerbeste Freundin. C, wie bei Conny. Oh, wie schön. Da, deine Simon. Klasse. Danke, Conny. Für dich, Anna. Oh, Simon, sind das bunte Spaghetti? Mhm. Ich gehe mit meiner Laterne. Und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne. Und unten da leuchten wir. Wie schön das klingt, wenn jeder singt. Rabimmel, rabammel, rabum. Wie schön das klingt, wenn jeder singt. Rabimmel, rabammel, rabum. Ein schönes Lied.